Heute zeige ich euch Gabis sahnigen Erdbeerquark, weil es für mich einfach das beste, leckerste und sahnigste Erdbeerdessert überhaupt ist. Die benötigten Zutaten sind Erdbeeren, Creme fin zum Aufschlagen, Sahnefest, Vanillezucker, nach Belieben auch Vanilleextrakt und natürlich Quark. Das Ultrablade-Messer wird aufgesteckt und Früchte nach Wahl werden in den Mixtopf gegeben. Ja, und da ich mich ja heute für einen Erdbeerquark entschieden habe, habe ich Erdbeeren verwendet, aber auch mit Himbeeren, Pfirsichen oder Banane ist dieses Dessert absolut traumhaft lecker. Bei Einstellung im Puls werden die Früchte innerhalb von schnellen 10 Sekunden zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Früchtemasse nach unten geschoben. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Und bei Einstellung im Puls gehen wir erneut zum Pürieren in die Verlängerung für kurze 10 Sekunden. Das Ultrablade-Messer wird entfernt und durch den Schlag- und Rühraufsatz ersetzt. Sahne oder Creme fin wird angegossen. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Bei Einstellung Stufe 5 wird die fruchtige Sahnemasse nun 5 Minuten aufgeschlagen. Wobei nach 30 Sekunden Rührzeit der Stöpsel herausgedreht wird und ein Päckchen Sahnefest durch die Deckelöffnung zugegeben wird. Gesüßt wird nun nach eigenem Gusto mit Vanillezucker und Vanilleextrakt. Außerdem wird der Speisequark zugegeben. In meinem Beispiel sind das nun 500 Gramm Quark. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Bei Einstellung 6 wird diese fruchtige Quark-Cremasse nun 5 Minuten ordentlich aufgeschlagen und verrührt. Gerne richte ich dieses Quark-Dessert in kleinen Gläsern an. Mal so pur mit Früchten. Mal auch gerne mit einem Kuchen- oder Keksboden. Außerdem hebe ich gerne kleingeschnittene Früchte unter das sahnige Quarkdessert. Ich danke der lieben Gabi für dieses einfache, gelingsichere und unglaublich leckere sahnige Quarkdessert. Und da die Erdbeersaison ja so langsam beginnt, verlinke ich auch gerne nochmal meinen Pudding mit Erdbeeren. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen
und über einen Daumen hoch oder einen lieben Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wenn du es nachgemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du ein Bild auf meiner Facebook-Seite Jana Cook for You posten würdest. Vielen Dank und liebe Grüße, eure Jana.